Ja. Ja. Ich mag das, wenn die das machen. Das klingt sogar ein bisschen zwergisch. Ja, das gefällt mir. Das bin ich. Ich habe jetzt schon ein bisschen Tropfen in der Hose. Ja, ich bin ein bisschen erregt. Also auf eine reine ne? Art. Igor weiß, was seine Jungs brauchen. Ja. Und er ging die erste Schacht daneben. Da hat der Mann von Ferox aber auch nicht so Bock gehabt, den mit dem Gesicht zu fressen. Nö. Jetzt kommt der zweite und. Da hat er Lust. Jawohl, und nochmal direkt. Schön ins Gesicht. Und. Ja. Oh, nochmal. Er ging daneben. So, der erste Ferox-Mensch. Oh, der geht gegen die Beine hier tupft rein. Oh, das goldene Visier muss einstecken, du. Meine Herren. Zack. Oh, 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 oh. Da fällt der Mann um. Da hat er keine Lust mehr drauf. Geht schlafen. Jetzt geht's dem zweiten. Oh. Oh. Igor will es wissen und haut zu. Wird er, oh, haut und zu. Er steht Nacken, aber auch noch. Nacken. Da hat er Nacken. Aber. Weiter geht's. 5-2. Zwei Mann von Ferox stehen noch. Und vorbei der Mann. Stopp, Fight, stopp! Das ist genau das, was ich zu tun habe. Gerummelt wird später. Los. Ja, Motivation ist motiviert. Ja, wir sind Speaker und Motivation Coaches. Ja. Großartig. Ja. Ja. Er denkt sich, wenn der Gegner schreit, dann schreie ich auch. Ja. Oh, hier vorne. Ja, versucht der Brandenburger durchzudrehen. Damit reinzukommen in die Flanke, versucht sich Igor zu schnappen. Und Igor wird dabei selbst gelegt. Igor sagt nein. Nope. Ah doch, Igor sagt nee. Scheiße. 4-4. Burotec gegen Ferox. Können die Feroxianer das rumreißen? Jetzt sind wir wieder in Narnia. Ah, Kai versucht von hinten. Oh! Der hat gesessen. Das war ein schönes Ding. Da wird der Kopf eingeklemmt und jetzt wird die Schulter. Da ist er weg. So, und wir haben 4-0 für Burotec.